Herzlich willkommen auf unserer Homepage und damit in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich stehe in der Eingangshalle unseres Akademiegebäudes am Gendarmenmarkt. Hinter mir die Akademieuhr. Sie wurde 1787 aufgestellt, weil es damals in Berlin keine präzise gehende Uhr gab und die Akademie der Ansicht war, dass eine Stadt wenigstens eine präzise gehende Uhr braucht. Heute hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften nicht mehr die präziseste Uhr in der Stadt, aber sie sagt immer noch die Zeit an. Sie sagt, was die Stunde geschlagen hat. Und das ist die Aufgabe einer Akademie, einer Gesellschaft und der Politik, sagen, was die Stunde geschlagen hat. Wir sind als Akademie immer wieder neu und wir sind immer wieder in gewandelter Form. Aber wir tun das, was eine Akademie zu allen Zeiten getan hat. Wir deuten die Gegenwart im Lichte der Vergangenheit mit Blick auf die Zukunft. Seit ihrer Gründung ist die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ein Laboratorium der Aufklärung. Laboratorium der Aufklärung heißt, es werden Hypothesen über die Welt, über bestimmte Phänomene der Welt geprüft, kritisch gegeneinander gestellt und die schlechten verworfen und die guten gleichsam mit dem Siegel der Akademie versehen. Aufklärung heißt nicht, neue Dogmen in die Welt setzen, ewige, unumstößliche Wahrheiten, sondern Aufklärung heißt, mit kritischem Impuls das prüfen, was sich als Dogma vorstellt und in einen lebendigen Diskurs eintreten über das, was Wahrheit sein könnte und die Welt zu verstehen helfen könnte. Aufklärung gibt es nie nur in einer Form und das sieht man in der Geschichte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Gegründet wurde sie von einem der Hauptvertreter der deutschen Aufklärung, von Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz war an der Einheit der Wissenschaft interessiert, am Zusammenhang von Natur- und Geisteswissenschaft, am Zusammenhang von Theorie und Praxis. Und so ist uns heute noch wichtig, nach dem zu fragen, was alle Wissenschaftsdisziplinen miteinander verbindet, trotz aller Unterschiede. In der Geschichte der Akademie gibt es nicht nur die freundliche, an der Einheit interessierte deutsche Aufklärung eines Gottfried Wilhelm Leibniz, sondern es gibt auch die radikale, die französische Aufklärung von Voltaire. Da sucht man nicht freundlich nach der Einheit, sondern höhnt frech über die, die in die Einheit verliebt sind und schaut nach der Differenz. Zur Tradition der Akademie der Wissenschaften und so auch zu ihrer Gegenwart gehört der Diskurs, das Gespräch, aber auch der Streit um die Wahrheit. Und Laboratorium der Aufklärung heißt, dass wir noch suchen nach der chemischen Lösung, die am besten funktioniert und mancher Versuch auch schiefgehen kann. Das ist in der gegenwärtigen Wirklichkeit und in der Gesellschaft unserer Tage von großer Bedeutung. Zu vielen Phänomenen gibt es nicht die eine allein selig machende Lösung, sondern unterschiedliche Optionen
Und Akademie der Wissenschaften hält eine Gesellschaft und die Politik dazu an, diesen Streit der Meinungen auszuhalten und in ihm qualifiziert zu agieren und zu votieren. Es gibt noch eine dritte Tradition der Aufklärung, das ist die sokratische Aufklärung. Sokrates auf dem Marktplatz, Athenerinnen und Athener ins Gespräch verwickelnd. Und das ist eine Tradition, der die Akademie auch verpflichtet ist. Schon deswegen, weil sie am Gendarmenmarkt liegt. Wir stehen gerade auf der Dachterrasse und schauen über den Gendarmenmarkt auf der einen Seite und über die Berliner Mitte mit dem Fernsehturm am Alex auf der anderen Seite. Akademie auf dem Marktplatz heißt, wir verschanzen uns nicht hinter den hohen Steinwänden, wir sammeln nicht die Elite der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und schließen uns dann ab, sondern wir gehen auf die Marktplätze dieser Stadt, des Landes Brandenburg. Wir gehen dorthin, wo es brennt. Wir kommunizieren dort. Wir setzen unsere Wissenschaft diesen Debatten aus. Und wir sorgen dafür, dass das, was wir wissenschaftlich machen, vom Marktplatz auch bestimmt diskutiert und aufgenommen wird. Und wir anders vom Marktplatz ins Gebäude wieder zurückkommen, als wir rausgegangen sind. Hinter mir liegt das Sitzungszimmer des Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass eine Akademie glücklicherweise nicht nur aus einem Präsidenten besteht. Sie besteht aus ganz vielen klugen Männern und Frauen, solche, die bei uns Mitglieder sind und solche, die bei uns Mitarbeitende sind und dazu noch einem tollen Team hier im Haus. Hätten wir diese bunte Vielfalt aus allen Ländern, aus ganz unterschiedlichen Prägungen nicht, dann könnten wir nicht diesen ungeheuren, bunten Blumenstrauß von Dingen betreiben, die wir hier im Hause betreiben. Wir betreiben interdisziplinäre Arbeitsgruppen, mit denen wir aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen aus Gründen der Gesellschafts- und Politikberatung betreiben. Klima, Fragen der künstlichen Intelligenz, das sind zwei Beispiele. Dann haben wir Akademienvorhaben, Vorhaben, in denen die kulturellen Grundlagen, von denen wir leben und mit denen wir uns auseinandersetzen, an die Öffentlichkeit gebracht werden. Kant, aber auch Marx. Mittelalterliche Glasfenster, wie sie im Klimawandel sich bewähren, aber auch Bernd Alois Zimmermann, einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und schließlich führt diese Akademie Langzeitbeobachtungen im Wissenschaftssystem durch. Wie entwickeln sich einzelne Fächer und Disziplinen? Wie grenzen sie sich voneinander ab und wie verschmelzen sie ineinander und wie entsteht Neues? Das und noch viel mehr, das betreiben wir hier, das kommunizieren wir nach draußen und wir können es nur, weil hinter mir in diesem Sitzungssaal und auf dem Marktplatz, unten im Archiv und in den vielen Räumen in Potsdam und drüben unter den Linden viele, viele spannende Männer und Frauen arbeiten und tätig sind. Und so lade ich Sie ein, nach dem Ansehen dieses Filmes sich weiter auf unserer Homepage über unsere Akademie zu orientieren
oder selber zu unseren Veranstaltungen zu kommen und zu sehen, was diesen quicklebendigen Kosmos, dieses Laboratorium der Aufklärung ausmacht. Musik.